Damit kann die letzte Verkostung bei Das große Backen beginnen. Gleich entscheidet sich, wer Deutschlands bester Hobbybäcker 2015 wird. Matthias, Daniela oder Monika. Bevor wir jetzt zur Verkostung kommen, wollten Betty und ich euch auf jeden Fall sagen, dass wir wahnsinnig stolz sind auf das, was ihr geleistet habt. Ihr steht zu Recht im Finale, denn das, was ihr geschafft habt, in 5 Stunden zu kreieren, ist eine enorme Leistung. Und wir beide zollen euch den tiefsten Respekt. Dankeschön. Dankeschön. Dann wollen wir mal anfangen, oder? Ja. Daniela, es wäre natürlich handwerklich feiner machbar gewesen. Da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Auch unten Rattenabschlüsse, ein bisschen mehr Dekoration wäre auch schön gewesen. Jetzt würde ich sagen, schneide ich mal an. Legen wir los. Ladies first. Von außen vielleicht nicht ganz das, was ich mir erwünscht hätte, allerdings von innen. Du hast ein sensationelles Händchen, was das Improvisieren angeht. Ich weiß nicht, aus welcher Schublade du das immer rauskramst, diese ganzen Kombinationen. Respekt für all diese frischen Früchte und Pürees da drin, dass die Torte immer noch steht. Vielen Dank dafür. Matthias, mir ist nicht bekannt eine Topsy-Turvy in dem Design. Ich finde es sehr spannend. Super. Es ist auch zu erkennen, was dein Thema ist. Dafür kannst du wirklich dich selber schon mal innerlich feiern. Auch ein Faltenwurf. Auch clever gewählt. Vielleicht hättest du den Stockwerk höher ziehen sollen, um deine Kante hier oben so etwas zu verdecken. Ja, Matthias, vom Äußeren hast du auf jeden Fall die Topsy-Turvy zu 100% getroffen. Also mit der mittleren Schicht hast du genau meinen Geschmack getroffen. Indem du Johannisbeeren dort reintust, den Crunch für den Hümms. Mittlerweile wisst ihr natürlich nach den ganzen Aufgaben, wie man mich bekommen kann. Zur oberen Schicht, ich hätte noch ein ganz klein wenig mehr Limettenabrieb reingemacht. Und ganz unten hätte ich mir ein ganz klein wenig mehr Kaffee gewünscht, vielleicht in Form von Creme. Gefällt mir sehr gut, auch von der Kombination. Vielen Dank. Die Mädchenhochzeit. Was mir besonders gut gefällt, ist die Höhe. Die wirklich von der Achse her auch stimmt, die Torte. Ein Blick und man sagt wirklich so, yes, das ist es. Ich schneide mal an, weil ich habe natürlich schon den Mund wässrig. Also der Anschnitt sieht wirklich bei allen 3 Torten sehr appetitlich aus. Monika, du hattest in einigen Aufgaben wirklich absolute Knaller vom Geschmack. Es ist hier nichts Außergewöhnliches, aber es sind alles 3 Torten, die man einfach gerne isst. Du hast sicherlich von den Gewürzen her kein Risiko gewählt. Dankeschön.